Ja, schön, dass Sie dabei sind in unserem Wiesenlazarett. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Die Frau Schieder hing heute Morgen hier für Sie am Tropf. Na, das schaut doch widerlich aus. Damit sie heute Abend für Sie hier sein kann. Ich habe mir wunderbare Sachen in die Venen einführen lassen, das wollen Sie gar nicht wissen. Dinge. Aber es ist schön irgendwie, es hat mich beruhigt. Sie sieht die Farben noch viel kräftiger, alles riecht so gut. Es ist so, als würde man schweben, nicht wahr? Seit wann hast du wieder Haare? Das ist ja, seit wann hast du braune Augen? Okay, Saison ist wieder eröffnet. Herr Schiederin, ich habe nicht angefangen. Sie haben es aber ich wollte gerade sagen, es tut mir leid, dass ich das gestern nicht so ernst genommen deswegen habe. Sagen wir doch dann nicht fängst auf. Du an mit den Haaren und dann sage ich Schiederin. Schade, dass ich gestern nicht noch weiter drauf geknüppelt habe. Sollten wir morgen Melissengeist haben? Bei dir ist es zu spät, bei dir ist alles zu vielleicht spät. Vielleicht geht's mir inzwischen morgen wieder hat die blaue Bavaria übrigens zwei Päckchen-Taschentücher, die sie uns hochhält, für dich. Der hat du hast ja auch zwei Infusion Nasenlöcher, hänge. Also auch zwei Päckchen-Taschentücher, da ist sie. Hallo. Hörst du auch glaub, zu, oder? Nein, du bist auf Standby. Hörst ich glaube, sie hat unten die Infusion hänge. Und jetzt stehst du hier im Bild. Wenn du dich nicht bewegst, einfach mal rüberschwenkst und da fest stehen bleibst, dann kann auch sie da nicht rüberpfeifen, weil du nämlich hier im Bild stehst. Die hat sich gedreht, schau her. Und sie bleibt weiter vehement stehen. Irgendwann mal hat sie ihr komplettes Apothekerhäusl mit dabei. Wir haben ja nur 2,5 Stunden. Mei, wie du dich kein da Problem. So salopp aus der Hüfte drehst. Du solltest das öfter machen, weißt du? Theo. Das hält dich so ein bisschen in Schwung. Jetzt schwenkt aber auch aus Protest nicht mehr zurück. Macht er nicht mehr. Nee, hat halt auch keinen Bock mehr. Macht er nicht mehr. Ich schwenk nur einmal am Tag. Oh, jetzt aber. Sehen Sie das? Was für ein epischer Schwenk. Man Theo. Könnte denken, der Mann ist ein einziges Stativ. Es ist Wahnsinn. Er ist auch ein einziges Stativ. Ja. Wir schauen jetzt zur Okuda, zum Luder. Und so steht er da. Damen und Herren, wir müssen echt was unternehmen. Und zwar, also jetzt im Augenblick sind sie ja gerade wieder scharenweise. Nein, diese kleinkarierten, schauen Sie, er da ist noch da, sehen Sie? Der kleinkarierte Mensch mit der großkarierten Frau. Und Sie wissen, so Kleinkariertheit ist an sich nicht das, was den Bayern als solchen auszeichnet. Darf ich kurz fragen, wo Sie her seid? Sorry, we're English. No. Where are you from? Czech Republic and New Zealand. New Zealand. Are you New Zealand? I'm New Zealand. New Zealand. Yeah, yeah. And you're also New Zealand? Yeah, New Zealand, yeah, yeah. She's Czech Republic, I'm from New Zealand, yeah. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Guten Tag. Also Neuseeländer, der Deutsch spricht. How do you like the wissen? Wie muss das wissen? Oktoberfest? Yeah. Ja, it's wunderbar. It's brilliant. Yeah. Yeah. And how do you like it? You're from Czechoslovakia? Yeah, we love it. We love it. It's the first time for us. Where are you from? Czech Republic. I'm just neighbored. Ah, sehen Sie. No, because it's a pattern. Yeah, it's too course. Small, and this is a big pattern. Oh, I'm sorry. It fits you better than the big one. Yeah? I'm sorry. Yeah, yeah. We just went with the color. We're not familiar with the tradition. Yeah, yeah, yeah. Sehen Sie, das ist ganz wichtig, thank you, das ist ganz wichtig, dass man die Leute auf sowas hinweist. Wissen Sie, dass das große Karo, also ich weiß nicht, was Sie davor halten, aber ich finde große Karos einfach besser. Wahrscheinlich, weil es eine Frau dran ist. Schauen wir ein bisschen weiter. La Schieder ist krank, da wird sie angriffslustig. Sie kennen das, wenn man einen Wolf nicht erschießt, sondern nur anschießt. Ist höchste Vorsicht geboten. Ich bin doch wieder ganz ruhig, sie ist ja weg. Ist sie weg? Sie ist weg. Die blaue Bavaria ist die blaue Bavaria ist weg. Der hat zwar nicht gehört, aber sie ist weg. Ich traue dem Frieden nicht. Ich glaube, sie hat was gesehen und dann war aber, verschwunden. Pass auf, es ist so. Diese Dame, Moment, Name? Die wollen Carina, Lena. Die drei wollen jeweils ein Lebkuchenherz von uns haben. Jetzt sage ich, natürlich haben wir genügend, aber ich werde denen jetzt sagen, schade, wir haben nur zwei. Wer kriegt keins? Und sollen wir eine Jury bestimmen oder sollen sie gegenseitig bestimmen, wer keins? Gegenseitig. Echt? Gegenseitig. Passt mal auf. Wir haben euch drei, aber nur zwei Herzen. Oh, das gut. Oh, mach mal alle pass auf, Nummer. Pass auf. Warum? Ja, alle und alle. Oh. Oh. Warum? Machen wir es erstmal so. Warum solltest du ein Herz kriegen? Weil ich Preuß bin und München-TV gucke. Warum solltest du ein Herz kriegen? Wegen der langen Anreise. Woher? Aus Niedersachsen. Göttingen.
Oh ja. Warum solltest du ein Herz kriegen? Weil ich jeden Tag eure Sendung schaue und mich total freuen würde, wenn ich von euch eins bekommen würde. Okay, und jetzt geht's los. Warum sollte sie kein Herz kriegen? Weil ich Preuß bin und... Nein. Warum sollte sie kein Herz kriegen? Weil ich es bekomme. Warum sollte sie keins kriegen? Weil ich netter bin. Warum sollte sie keins kriegen? Weil ich mich mehr freuen würde. Sie war, ganz ehrlich, sie in der Mitte, weil ich netter bin, sie war schon ein wenig garstiger. Sie hat sich schon beurteilt den anderen gegenüber. Ja, na klar. Ja, aber das war auch die Absicht. Und da war sie zumindest auch eine, die gesagt hat, weißt du, ja, weil halt. Bam, 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 ich will dieses Herz. Von und sie hat die weiteste Anreise. Das muss man ja auch irgendwie aufwiegen. Immer nur zu sagen, ja, weil ich schaue. Ich habe jetzt eine Idee. Sie sollen alle drei die Augen zumachen. Ja. Und wir baumeln rum und dann sollen sie hüpfen. Und wer es als erstes berührt, kriegt die zwei Herzen. Hüpfen? Ja, springen sollen sie heute. Jetzt machen wir einen Sportwettbewerb. Was war denn in deinem Cocktail da drin, den oh, du schöne Sache. Bekommen hast? Ganz schöne Sache. Ja, okay, pass auf. Also. Frau Schieder hat sich ein lustiges Spiel ausgedacht. Ja. Es sei der Krankheit geschuldet. Wir halten das jetzt hier. Ihr macht die Augen zu und ihr greift nach vorne. Und wer als erstes die zwei berührt, also einer von euch drei, der kriegt natürlich eins von den zwei Herzen. Wir dürfen es aber auch nicht sehen. Ihr müsst ja so machen dann. Also. Ja, wer lässt jetzt los? Wer ist so gut? Wer ist, bereit, gütig zu sein? Mehr zu geben, denn zu nehmen? Wer ist so? Wirklich? Der Jugend. Ist okay. Es gibt der Jugend. Eine große Ehre von uns, dass du so nachgiebig bist. Die Jugend du wirst belohnt werden in deinem Leben. Geben ist seliger denn nehmen. Das ist so. Ja, und du strahlst trotzdem. Machst du jetzt so nur ins Wort? Pass auf, damit es die anderen habgierigen Weiber nicht sehen, stecken wir ihr das ganz heimlich zu. Schau mal da unten. Hier. Da unten. Wir geben gerne. Natürlich. Was wir haben, geben wir. Und die Denise Kotte hat ihn getroffen, den wunderbaren Felix Loch. Das ist korrekt. Schön. Ja. Und passt jetzt. Rale. So, jetzt habe ich mich ganz frech neben Felix Loch gehockt. Jetzt muss ich da mal gleich schauen. Dreimal Olympiasiege, neunfacher Weltmeistertitel. Und viermal gesamter Weltcupsieger. Ja, stimmt es denn alles da drauf? Es scheint zu stimmen, ja. Also sie haben sich nicht verschrieben, richtig. Das ist ja Wahnsinn. Wie viel verträgt denn so ein Rennrodler? Ich glaube nicht so viel. Also Sportler an sich denke ich mal nicht so viel, weil wir doch in der Regel relativ wenig trinken. Deswegen gibt es auch heute nur vielleicht einen Radler und das war's. Ah, und das, wie viel der ist es schon? Das ist das erste noch. Also das wird dann auch das letzte gewesen sein. Okay. Aber jetzt freust du dich auf was? Ja, eigentlich auf die Saison. Wir sind kurz vor der Saison, also es geht bald los wieder und ja, greifen wir wieder voll an. Ich dachte jetzt auf die Nachspeise. Auf die natürlich auch. Und geht's noch weiter auf der Wiesn oder ist das jetzt halt das erste und das letzte Mal? Alles ein bisschen eng zur Zeit, sind direkt in der Vorbereitung. Also Wiesn fällt eigentlich in der Regel immer sehr, sehr kurz aus für mich. Okay, aber trotzdem hast du noch Zeit, ein bisschen dein Radler jetzt zu genießen und mal zu entspannen, bevor dann die ganze heftige Saison wieder losgeht. Auf jeden Fall. Das ist mal ganz angenehm, so ein Tag, wenn man einfach mal rauskommt und ja, ein paar nette Leute trifft, die man halt relativ selten sieht. Deswegen ist es immer ganz schön hier. Hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Interview. Danke. Und zurück zu Alex und Marion. Da wurde sie heute gepikst, die Frau Schieder, hing am Tropf, damit sie heute da sein kann. Alfons Schubeck ist da ganz ohne Pieksen, weil du immer einen Ingwer zu dir nimmst. Hätte man das jetzt mit Ingwer Vielleicht verhindern können? Vielleicht mit Ingwer einreiben, dass die Wunde schneller verheilt. Ich habe die ganze Wiesn über nur Inges Ingwer-Likör zu mir genommen. Ja, Likör, wäre das auch deine Empfehlung gewesen. Inges Ingwer, das ist ihre Mama. Der Ingwer-Likör, oder in welcher Form nimmst du den zu dir, damit du nicht krank bist? Ich schneide einfach auf,
und gibst dann das Wasser drauf. Am idealsten wäre, wenn du das Wasser erhitzt, wegziehst, die Ingwerscheiben reinschmeißt und das dann ziehen lässt. Auch das habe ich getan. Und dann auch kalt trinkst. Das auch das habe ich getan. Und dann ist das Wasser so schön scharf. Ein bisschen. Am Abend. Ja, Honig dazu. Da muss man bei dir aufpassen, dass es nicht zu scharf wird. Natürlich. Da kann ja wirklich was schief gehen. Was ist jetzt bei dir so? Schaust du da ganz kurz auf eine Wiesn vorbei? Ist das überhaupt in deinem Tagesplan mit drin, dass du mal auf eine Wiesn nachher schaust? Also ich darf ganz gerne mal so richtig entspannt auf die Wiesn gehen. Das geht nicht, gell? Aber wenn, dann gehe ich halt her wie jetzt, oder? Ja, aber du bist doch ein Rockstar. Weil ich daheim natürlich auch viel Arbeit habe. Jetzt kann ich auf der Wiesn gehen, mir die Birnen vollhauen und daheim arbeiten. Das geht ja nicht. Aber Mama, ist das nicht so, wenn du auch übers Platzl gehst? Ich meine, jeder Wort, dass der Mann in Weiß übers Platzl drüber geht. Mal will man doch seine Ruhe auch haben, oder Alfons? Naja, es gibt Tage, da hast du deine Ruhe. Und es gibt Tage, da musst du Gas geben. Ja, aber schau und mal, wenn die Wiesn ist, dann brodelt München. Du bist doch ein Rockstar. Wenn du über die Wiesn gehst, dann kommst du ja zu nichts. Du musst ja ständig Fotos machen. Naja, so schlimm ist es nicht. Ja, doch schon. Ich habe es am Platzl gemerkt. Pass das, auf. Na, aber pass auf, das Erstaunliche ist ja, du schenkst jedem den Moment mit dir. Der mag von weit hergekommen sein, um einmal den Schuhwerk zu sehen. Und dann bist du zu jedem nett. Das habe ich erlebt und das zeichnet dich ja auch aus. Ja, aber das ist doch der Respekt. Auf der einen Seite kennt die gar keiner, ist auch nicht so gut. Macht jeder mit dir ein Foto, dann muss er ein bisschen Zeit einplanen. Ja? Und beim Platzl ist es so, da fängt einer an, dann kommen fünf Japaner, die dir dann gleich fotografieren, wissen überhaupt nicht, wer du bist. Aber dann steht da so ein Pulk drumherum und dann meinen die Wunder, wer da ist, dabei bin nur ich da. Also so tragisch. Ja, okay. Wenn er also im Gewürzladen pünktlich ankommen will und geht von der Kochschule aus, mal eine Viertelstunde vorher, geht für einen Termin, damit er durchkommt übers Platzl. Nein. Am Boden bleiben, meine Herrschaft. Ja. Okay, wie schaut jetzt ganz kurz, wie schaut während des Theatros, ich habe den Genitiv verwendet, dein Tagesablauf aus? Schaust du erst einmal in deinen Gewürzladen, in deinen Schokoladen und sonst wie? Schaust du erst einmal da nach dem Rechten, bevor es ins Bistro geht, um danach ins Restaurant zu gehen und am Abend dann auch noch ins Theatro? Ja, ich bin abends immer draußen, also zum Schluss. Ich weiß, da singst du ein Lied. Ja, weil es ist ja dann kurz vor 12. Da kann ich auch dann singen, weißt du? Nein. Du kannst sogar singen. Das ist ja so ein Part, wenn jetzt im letzte Nummer mache ich dann und die Leute, die sind happy, weil es auch der Respekt für den Gast ist. Er kommt vielleicht von weit her oder von München und dann sagt man zum Schluss nochmal Dankeschön fürs Kommen und wir freuen uns, wenn es einem gefallen hat, dann erzählen sie es weiter. Und es sind so, das ist so ein kleiner, der erste und der letzte Eindruck. Ist immer sehr, sehr wichtig. Darf ich mal fragen, wann der Alfons Nahrung zu sich nimmt? Ja, das ist gibt es einen festen Zeitpunkt, wo du leider isst? Nicht. Ich esse einen ganzen Tag. Ich reise einen ganzen Tag wo rum und das ist eigentlich das Allerschlechteste. Weil du solltest essen wie ein normaler, dann hinsetzen. Probierst du auch disziplinierter. Aber du hast eigentlich immer einen Hunger. Kaum siehst du und denkst, oh, leck mir mal. Wieder jetzt probieren. Jetzt erst das probierst, gehst wieder weg. Eine halbe Stunde später kommst du schon wieder daher und sagst, ob der Käse noch so gut ist. Ich bin Moment mal, andere sagen, man soll doch mehrmals am Tag essen, kleine Portionen. Nein, der größte Krampf. Ach so. Du isst dreimal am Tag und das genügt. Und nicht 25 Mal miteinander naschen. Ja, das bringt dir überhaupt nichts. Lass das Schmarrn. Da siehst du, und das ist bei uns auch so eingeführt worden. Umso härter muss er trainieren, weil wenn du dich hast hart abklatschen lassen im Theater, dann gehst du ja erstmal heim zum Trainieren. Das stimmt. Um 11:30 fahre ich dann nach Kilching, trainiere eine halbe, dreiviertel Stunde, dusche mich, fahre wieder rein. Und dann hab ich ein gutes Gewissen. Ich habe für mich, für meinen Körper was getan. Man tut was Gutes, gell? Ich bin jetzt 66, ich bin in der Jugend des Alters. Ab 90 mache ich dann halbtags. Also ich muss Gas geben. Den muss 66, ich schaut sich das an, welche Leistung Ingwer erbringen kann. Sag's mir Bescheid, dann können wir mal einen Kaffee trinken gehen, wenn du mal Zeit hast, ja, Alfons. Ja. Halbtags. So, Alfons Schubeck war da, Theatro, Herzstücke, es geht wieder los und wir schauen jetzt zu den Geschichten auf die alte Wiesn, zu unserem Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt mal auf der alten Wiesn. Wissen Sie, das Besondere an der alten Wiesn geht, glaube ich, am besten aus diesem Bild hervor, wenn Sie mal schauen. Kinderwagen. Geparkt, abgestellt, ohne dass die Eltern Angst haben müssen, dass dann anschließend zwei halbe Kinder geparkt haben. Was? Freut ihr euch, oder? Ich finde das toll. Schön, gell? Ja, dass man mit Kinderwagen auf der alten Wiesn gehen kann, das ist schon ein Qualitätsprädikat, oder? Ja, auf alle Fälle. Haben Sie auch Kind? Ja klar, das ist da. Das Kind kriegt gerade, schauen Sie, das kriegt gerade ein halbes Bier durch den Durchlauf erhitzen. Das ist leider gerade beschäftigt, ja. Ich finde das toll. Schöne Wiesn, gell? Grüß Sie. Und heute ganz entspannt, sind Sie zufrieden? Sehr, sehr. Bier war gut, der Fisch war gut. Ja.
Und jetzt ging es wieder heim, oder? Jetzt geht es wieder heim, ja. Wo müssen Sie denn hin? Bald. Was? Richtung Garmisch. Na echt, dann müssen Sie zum Bahnhof, oder was? Ja, fahren Sie mit der U-Bahn, oder was? Ich weiß es nicht. Gehen Sie da vorne zu dem Herrn mit diesem neongelben Westerl, können Sie da rausgehen, gerade durch, dann müssen Sie von hier vorne für den Ausgang kämpfen. Verstehen Sie? Aha. Der lässt Sie bestimmt raus. Da gehen Sie in aller Ruhe. Der Wachtel da. Verstehen Sie? Und dann gehen Sie hinten gerade durch, hinter die Zelte entlang, da haben Sie am wenigsten Stress. Gell? Grüßen Sie Garmisch von mir. Was? Ja, sind wir da am schnellsten am Bahnhof? Ja, glaube ich schon. Nein, wir müssen dann schon U-Bahn fahren, aber ihr seid am schnellsten aus der Wiesn draußen. Keiner sehen und fällt mir immer so. Nein, hört's auf. Wissen Sie was? Ich höre noch einen Namen gar nicht, dann hast du meine Damen und Herren. Ich kenne mich. Wir schauen ein bisschen weiter. Geht, kommt's gut heim. Servus. Das Beste. Markus, Tobias und Philipp von den Dorfrockern sind da, die drei sind Brüder. Ist das praktisch, dass man als Geschwister unterwegs ist? Oder ist das manchmal eher hinderlich? Also ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich ganz gut ist. Ja, ist praktisch unterm Strich. Also du kommst schneller auf einen Nenner wieder. Wenn du dich streitest, bist du schneller wieder auf einem Nenner. Und man kommt sich ja eh nicht aus, ja? Weil man ist ja, selbst wenn man die Gruppe auflösen würde, man ist ja immer noch verwandt irgendwie. Stockbett. Also wir haben ein Stockbett, wir haben Doppelbett und Stockbett in einem. Sag mal, ich mag das, wie du Doppelbett sagst. Doppelbett. Ist ja eh weich. Lass uns mal kurz fragen, ob die Eltern ekstatisch brodelnd waren, als ihr gesagt habt, hey, Mama, Papa, wir machen jetzt auf Dorfrocker. Ja gut, unser Vater ist Schreiner, der hat uns erstmal die Instrumente geschreinert. Ja super, ist ja schon mal billiger. Das ist schon mal super, ja. Das war ein Kostensparmodell am Anfang. Und dann hat uns die Mutter, die hat sich immer hingesetzt und hat uns Lieder vorgesungen und wir haben uns das eingesaugt und haben sie dann nachgesungen und irgendwann hat es dann funktioniert. Und dann haben sie gesagt, passt schon, macht's, Baum. Und hab eine kecke Variante daraus gemacht, mitunter, ne? Haben wir gemacht, ja genau, also das ist richtig. Wir haben ja auch schon, seit wir Kinder sind, machen ja Musik. Ist ja, es kam jetzt gerade so rüber, wir machen jetzt auf Dorfrocker. Also wir, Nein, schon immer. Uns gibt es ja als Musiker schon seit wir 5, 6 sind, hat es begonnen, musikalische Früherziehung in Bamberg, bei uns, unsere Geburtsstadt. Und der Markus und ich sind die älteren Brüder. Ich war ursprünglich der Schlagzeuger. Und dann ging es immer so weiter und hat sich entwickelt und irgendwann haben wir eigene Lieder gemacht. Und jetzt stehen wir hier bei euch bei München TV. Ihr habt es geschafft. Ja. Das ist der Gipfel. Wir sind jetzt hier. Aber 2007 ging es eben los dann mit dem Debütalbum quasi. Genau, danach kommt das Olympiastadion. Wir unterhalten uns hier im Vordergrund, macht hier im Vordergrund Stimmung. Dürfen wir jetzt mal und was so hören? Ja, wir können auch gerne mal was hören. Ich würde gerne mal was hören. Ja, ja. Oder schauen wir zuerst noch zu den Prominenten. Ja, wie dann ihr wollt. Die in aller Ruhe spielen. Also das wäre jetzt ein Playmate des Jahres, das wir jetzt noch sehen könnten. Sehr gerne. Wir können aber auch erst was hören und dann sehen wir die halt nicht. Machen wir erst Playmate des Jahres. Ah ja, dann doch. Ne? Also jetzt haben wir die Entscheidung getroffen. Und nun ist es Sarah-Time! Bist du denn noch Single? Es ist Wiesentime und Sarah ist noch zu haben. Immer noch, leider. Ich meine, ich habe ja mit ihr letztes Jahr ziemlich viel... Wir sind ja Arbeitskollegen, kann man sagen, gell? Wir haben Playboy Bunny Sisters. Genau, wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Zeit zusammen bei den ganzen Playboy-Shootings. Wir haben uns, sage ich mal, die Arbeit leicht gemacht. Wir hatten wahnsinnigen Spaß zusammen. Aber was natürlich jetzt da draußen die Männerwelt interessiert, wie kommt man denn am besten an Sarah Novak ran? Gibt es irgendwie bestimmte Anmachtechniken, wo du sagst, der Mann muss mich so überzeugen können? Also ich halte natürlich auch Ausschau. Am besten ist es natürlich erstmal Blickkontakt zu suchen und dann wird er schon merken, ob Interesse besteht von meiner Seite und das so Schritt für Schritt angehen, dann mal vielleicht mal so das Gläschen heben, das Mäschen und dann ergibt sich der Rest von selber. Und vielleicht mal ein Shampoo springen lassen, das wäre auch nicht schlecht, bisschen spendabel sein. Sarah, was gibt es denn als nächstes von dir zu sehen? Also es wird ganz, ganz viel von mir zu sehen geben. Ich habe viel geplant, viel vor. Ich werde jeden Zug bombardieren mit Sarah News, aber was genau, weißt du selber, kann man immer sehr schlecht darüber sprechen, aber es wird nicht langweilig. Jetzt stoßen wir mir zwar erstmal an, auf eine gelungene Wiesnzeit. Prost! Oh ja, Prost!
der Philipp ist ein ganz Frecher. Der hat ganz genau hingeschaut und hat, Achtung, hat gesagt, ich sehe im Moment 8 Augen. Und dann hat er gefragt, ganz war interessiert, lustig, wie heißt denn die Linke? Ja, habe ich gesagt, Denise. Ja, Nachname, Kotte. Und dann hat er, warum auch immer er die beiden gerade gesehen hat, Lust auf Fleisch bekommen und hat von unserem Vesperbrett genascht, einen Schinken. Nicht auf Milch? Milch wäre auch noch eine Alternative gewesen. Okay. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, legen wir los. Du hast ihn verstanden, er nicht, oder? Gell? Er ist gerade im Tunnel. Er ist schon bei Denise und ich verstehe fährt alles, mit ihr Riesenrad. Alles, ja. Ole, ole. Ich habe ja sogar 16 Augen gesehen. Echt, ist das wahr? Jetzt wird es aber immer mehr, übertreib mal nicht, Junge. Ne? Und passend dazu hören wir jetzt von euch. Was hören wir von uns? Ja, was denn? Was habt ihr denn vorbereitet? Ja, hören wir irgendwas, oder? Es ist ja so laut hier. Ja, freilich, es ist da unten. So laut hier, du verstehst ja gar nichts. Also, was hören wir denn? Dorfkind, darauf bin ich stolz. Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Dorfkind, was kann Schönes geben, als auf Land zu leben. Ich bin ein Dorfkind, darauf bin ich stolz. Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Dorfkind, was kann Schöneres geben, als auf Land zu leben. So voll nett. Das so kann, dem voll kann nett. Ich nur zustimmen. Dorfkind, ihr lebt aber weit auf dem Dorf. Die große Stadt wie Berlin, Köln, Hamburg, München, reizt euch das nicht? Ja, wir sind ja ab und zu hier, so wie heute auch. Dann das lockt reicht wieder. Uns auch, das reicht uns. Da gehen wir wieder zurück in unser Dorf Kircheich bei Bamberg. Und da muss man sagen, kann man auch gutes Bier trinken. Ja, Bamberg. Auch sehr gutes Bier sogar. Ja. Nicht nur auch, sondern da kann man gutes Bier trinken. Ach du. Wir sind ja aus Franken, das ist die Brauerei, größte Brauereidichte der Welt. Ja. Und wenn wir kein Bier können, wer denn dann? Also um Bier zu trinken, müssen wir nicht zu euch nach München fahren. Man könnte aber auch sagen, da gibt es so viele Brauereien, ja, da probiert es halt jeder mal. Ja, und jeder manscht ein bisschen, aber das glaube ich nicht. Nein, in Franken kann man gutes Bier trinken. Ja. Herrschaften, wann geht's los? Was ist an? Tourplan? Wo sieht man euch? Wo hört man euch? Wir sind jetzt noch 2 Tage in Deutschland und am Sonntag geht's über den großen Teich nach USA, wo wir alle Jahre sind. Und da spielen wir bei Oktoberfest in den USA, in Missouri, zum Beispiel in Las Vegas, in verschiedenen Städten. Und dann nach 3 Wochen kommen wir wieder zurück. Da wird richtig Kasse gemacht dann, ne? Naja, im Endeffekt, es ist ja so, da gibt es Oktoberfeste, das sind keine Zelte, so wie hier. Das sind große Open Airs. Das ist ein großer Unterschied. Und was uns begeistert hat, das erste Mal war, es sind da nur Amerikaner da, aber trotzdem singen die deutschen Lieder mit. Also das ist Wahnsinn da drüben. Weil sie wissen, wie die Deutschen und die Bayern gut feiern können. Da brauchen sie natürlich so Burschen wie euch, das ist ja irre. Ich wünsche euch jedenfalls Gesundheit. Ja? Haltet durch, trinkt für Ingwer. Bringt ja aus. Denise Kotte, Kotte mit C, Doppel-T, ja. Ja, findest du bei Facebook. Kotte, erkennst du was Ähnliches wie Kotte, kennt er schon. Ja, ja, freilich. Das kennt er. Ist die Denise Kotte mit Doppel-D. Warum stehst du immer hier vorne? Hier, da? Weil sie so ich will auch ist. Mal hier vorne stehen. Schau mal ganz nah rein. So, jetzt. Bombe. In Bavaria. Ja, servus, grüß euch. Ja, war das jetzt wirklich, habt ihr mein Geheimnis jetzt heute gelüftet? War das der Wiesnet, der neue? Das, wir hoffen es. Wir haben den Hit extra für die Wiesn 2015 gemacht, leider erst vor 3 Wochen. Also das heißt, es wäre jetzt ein Schnellstart, aber wir glauben dran. Vielleicht funktioniert es dann auch. Ihr könnt ja mal schnell da runterlaufen und dann mal schnell euer Lied schon mal spielen. Alles klar, servus. Lass doch mal los. Da spielen ja unsere Freunde von der Zwietracht und wir haben tatsächlich mit denen schon ein bisschen was zusammen gemacht. Also vielleicht können wir die gleich mal fragen. Aber ich muss vorher noch, glaube ich, das Bier leer trinken. Beides wäre es ja. Erst 2013 habt ihr schon Wiesnet gemacht, wenn der Maibaum auf dem Hofplatz steht. Jawohl. Gell? Der Dorfplatz, aber nah dran. Auf dem Hof.
Das war's. Cool. Rock me. Eben, und da wäre es doch schön, wenn jetzt 2015 auch mal wieder was oder 2016 was von euch käme. Ja, natürlich. Wir sind immer dran und arbeiten viel und mal schauen, was wieder rauskommt. Es hat jetzt Bavaria ein bisschen spät, aber das macht ja nichts. Nächstes Jahr ist Bavaria der Wiesn. Aber das Wichtigste ist am Ende, dass du Musik machst, die den Leuten gefällt. Ob jetzt irgendjemand sagt, das ist der Wiesn-Hit oder das ist der oder das, ist egal. Hauptsache, du hast Leute, die es mögen. Angefangen hat es ja mit einem Flashmob in den Riemer Arkaden, gell, mit dem Maibaum. Genau, ein Flashmob, das war ganz unverhofft. Wir haben angefangen, haben den Flashmob gemacht, dann hat es auf YouTube geklickt wie wild. Heute haben wir über was, 20 Millionen Klicks auf 50, 150 Millionen, weiß ich wie, aber viele Klicks auf YouTube. Der Wahnsinn. Also klickt weiterhin, denn die Jungs sind echt cool. Ich mag sie. Danke. Die 5 Euro kriegst du dann später dafür, gell? Okay.